Wie es auch aussieht, ich weiß, dass Gott treu ist. Und ich werde niemals aufgeben, denn ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich werde über meine Vergangenheit hinwegkommen. Ich werde aus meinen Schulden herauskommen. Ich werde gesund sein. Und ich werde meine Kinder nicht dem Feind überlassen. Denn der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wir können alle in die Kirche gehen und religiös aussehen, aber das bedeutet nicht, dass das auch zu Hause hinter verschlossenen Türen funktioniert. Wusstet ihr, dass die Bibel davon spricht, dass wir ein Leben führen können, das gelingt? Wir sollen Freude haben und Frieden und eine gute Beziehung zu Gott und anderen Menschen. Unsere Bedürfnisse sollen gestillt werden. Wir sollen Kraft haben, uns gut fühlen und kreativ sein. Nichts soll uns quälen. Er ist unsere Herrlichkeit. Er erhöht unser Haupt. Die Bibel sagt, wir sind das Haupt und nicht der Schwanz. Wir sind oben und nicht unten. Viele Menschen stecken jedoch ständig in Schwierigkeiten. Wie geht es dir? Ich bin gerade sehr angegriffen. Wie läuft's? Ich habe Depressionen. Ich habe Probleme. Irgendetwas ist immer. Gott sagte mir einmal, wenn du dich dem Angriff stellst, wird er nicht ewig andauern. Aber ihr müsst wissen, wer ihr seid, und ihr müsst wissen, was Gott euch gegeben hat. Heute Morgen war ich so begeistert, Dave war dabei. Als ich das hier aufschrieb, sagte ich zu ihm, weißt du was, wenn ich das hier nicht im Glauben annehmen würde, wäre die Bibel für mich unglaubwürdig. Gott hat uns so viele Verheißungen gegeben und er sagt so vieles, was er tun wird, nicht nur für uns, sondern auch durch uns. Alles, was von Gott kommt, ist für euch und soll durch euch weitergegeben werden. Es ist nicht nur für euch, damit ihr euch gut fühlt und ein schönes Leben habt. Es soll durch euch zu anderen fließen, damit dort dasselbe passiert und ein weiteres Leben geheilt und wiederhergestellt werden kann und so weiter und so weiter. So wird das Evangelium verbreitet. Zu Hause hinter verschlossenen Türen war ich jahrelang ein Wrack. Und in den 70ern schrie ich zu Gott und ich sagte, Gott, du musst in meinem Leben etwas tun. Irgendetwas fehlt. Irgendetwas fehlt. Manchmal suchen wir unsere Antworten bei Menschen, aber da finden wir sie nicht. Gott hingegen gibt uns Antworten, die vielleicht etwas überraschend sind. Gott berührte mein Leben an einem Tag im Februar 1976, als ich gerade im Auto saß. Zu jener Zeit war Gott sehr stark am Wirken. Überall auf der Welt wurden die Menschen mit seinem Geist erfüllt. Und die Geistesgaben erlebten eine wahre Erweckung. Vielleicht habt ihr in der Bibel schon einmal etwas über die Geistesgaben gelesen. Gott hat uns einen Weg bereitet, wie wir übernatürlich leben können. Nicht nur natürlich, sondern irgendwie übernatürlich. Wir können unseren ganz normalen Alltag leben und dabei so glücklich sein, dass wir es kaum aushalten. Wir können Frucht bringen. Wir können kraftvoll sein. Wir können unsere Vergangenheit überwinden durch Christus, der uns stark macht. Nun, Gott wirkte in meinem Leben und ich lernte viel über die Kraft Gottes und über meine Autorität als Christin. Zu jener Zeit gab es jede Menge Lehren über den Glauben und den geistlichen Kampf. Ich weiß nicht, ob ich eine falsche Lehre hörte oder sie falsch verstand, aber ich glaube, viele verstanden sie so wie ich, dass Autorität über den Teufel zu haben bedeutete, nie Probleme zu erleben und dass man den Teufel bei jedem auftauchenden Problem einfach nur zurückweisen musste, um das Problem sofort wieder loszuwerden. Nun, ich wies den Teufel zurück, bis ich total erschöpft war. Ich hatte alles versucht, aber die Probleme waren immer noch da. Über Satan Autorität auszuüben bedeutet also nicht nur, ihn anzuschreien und bestimmte Prinzipien der geistlichen Kampfführung zu erlernen. Es geht darum zu lernen, wie ihr mitten in schwierigen Situationen siegreich sein könnt und wie es euch gelingt, über diesen Situationen zu stehen. Die Bibel verspricht uns nicht, dass wir nie Probleme haben werden. Sie sagt sogar genau das Gegenteil. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes.
Ich habe die Welt überwunden. In der Amplified-Bibel heißt es hier, ich habe der Welt die Macht genommen, euch zu schaden. Vielleicht schwirrt etwas um euch herum, aber es kann in euch keinen Raum gewinnen. Problematisch ist nicht das, was um uns herum schwirrt, sondern das, was in uns ist. Es geht um unsere Einstellung und darum, ob wir zulassen, dass uns etwas geistlich besiegt. Es ist sehr wichtig, dass ihr geistlich stark bleibt. Ich bin so stolz auf euch, dass ihr euch Zeit genommen habt, herzukommen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben und das Wort Gottes zu hören. Die Bibel sagt, der starke Geist eines Menschen erhält ihn in körperlichem Schmerz oder Leiden aufrecht. Wir wissen nicht, was nächste Woche in unserem Leben passiert. Wir erleben Überraschungen. Manche von ihnen sind schön, von anderen wünschten wir uns, sie wären nie passiert. Aber eines weiß ich. Ich kann nicht warten, bis ich ein Problem habe, um mich darauf vorzubereiten. Ich muss stark bleiben und für alles bereit sein, was kommen mag. Denn die Bibel sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Es spielt keine Rolle, worum es sich handelt. Denn Römer 8 sagt, wir sind mehr als Überwinder durch Christus, der uns geliebt hat. Nun, ein Überwinder sein ist gut, aber was heißt mehr sein als ein Überwinder? Bevor ein Problem auftaucht, weiß ich, dass ich den Sieg habe. Es bedeutet, dass ich mich nicht vor zukünftigen Ereignissen, vor schlechten Nachrichten oder vor dem, was in der Welt vor sich geht, fürchten muss. Alle reden darüber, in welch schrecklichem Zustand die Welt ist und dass keiner weiß, was passieren wird. Und das stimmt, wir wissen es nicht. In der Welt herrscht Chaos. Es sieht schlecht aus, aber wisst ihr, was ich immer sage? Das heißt nicht, dass ich einfach den Kopf in den Sand stecke. Ich weiß, was vor sich geht, aber meine Antwort lautet, ich bleibe glücklich. Ich bleibe glücklich. Ich lasse das nicht in mich rein. Ich werde meinen Teil tun. Ich werde tun, was ich tun muss. Aber die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Wenn wir sie aufgeben, haben wir für gar nichts mehr Kraft. Ihr dürft das nicht in euch hineinlassen. Paulus spricht in Philipper 3, Vers 10 ein wundervolles Gebet. Denn mein Ziel ist es, ihn und die Kraft seiner Auferstehung zu erkennen, sagt alle Kraft. Es macht mich so wütend und traurig, wenn ich darüber nachdenke, dass ich 10 Jahre in der Kirche mitarbeitete, mich engagierte und an jeder Veranstaltung teilnahm und niemand mir jemals sagte, dass ich Kraft hatte. Niemand sagte mir, dass Gott kraftvoll durch mich wirken würde. Ich hörte zwar von der Kraft Gottes, aber ich wusste nicht, dass ich Kraft hatte. So viele Menschen leben ein schwaches, erbärmliches, elendes, jämmerliches, unglückliches, bedrücktes Leben, weil ihnen niemand je gesagt hat, dass sie durch Gott Kraft haben, dass sie durch ihn Autorität haben. Aber ich sage euch heute, ihr seid das Haupt und nicht der Schwanz, ihr seid oben und nicht unten. Ihr seid in Christus. Er hat euch alle Autorität gegeben und alles ist unter seinen Füßen. Und was unter seinen Füßen ist, ist auch unter euren Füßen. Ihr müsst wissen, wer ihr seid und ihr müsst anfangen, in der Autorität zu leben und in der Kraft zu wirken, die euch verliehen wurde. Alles, was Gott uns gegeben hat, wird in Gang gesetzt, indem wir es glauben. Ganz gleich, wie es in eurem Leben gerade aussieht, wie schlimm es um euch steht oder wie lange ihr ein bestimmtes Problem bereits habt, ihr besitzt Kraft. Ihr müsst nur gelehrt werden, wie ihr sie einsetzen könnt. Lasst euch von eurem Scherbenhaufen nicht überwältigen, sagt, wie es auch aussieht, ich weiß, dass Gott treu ist und ich werde niemals aufgeben, denn ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich werde über meine Vergangenheit hinwegkommen, ich werde aus meinen Schulden herauskommen, ich werde gesund sein und ich werde meine Kinder nicht dem Feind überlassen, denn der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Ihr Mädchen in den sozialen Wohnheimen, wenn der Feind euch in der Nacht zuflüstert, hier kommst du nie raus, das wirst du nie überwinden. Dann müsst ihr sagen, Lügner. Denn seht ihr, die Wahrheit ist, in Christus habt ihr es bereits überwunden. Ihr seid nur noch dabei, es zu lernen. Ihr habt den Sieg bereits. Das muss euch nur jemand sagen. Und jemand muss euch daran erinnern, dass ihr ihn habt. Ihr solltet aufstehen und sagen, Teufel, der Sieg gehört mir und du wirst ihn mir nicht rauben.
Es gibt eine Art von Zorn, den wir nicht haben sollten. Aber es gibt auch einen Zorn, den wir haben sollten, einen heiligen Zorn. Ihr müsst wissen, wer ihr in Christus seid. Ihr müsst für eure Rechte einstehen, denn sonst wird es niemand tun. Satan ist ein Lügner und ein Dieb und ein Ankläger. Er wird alles Gute, das Gott euch geben will, vernichten, wenn ihr es zulasst. Ah, ich bete, dass Gott mir hilft. Gott hat euch bereits geholfen. Was ihr jetzt tun müsst, ist darin zu leben. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben. Alles, was ihr tun müsst, ist, den Sieg zu ergreifen. In Römer 5, Vers 17 heißt es, wir sollen als Könige im Leben herrschen durch Jesus Christus. Fühlt ihr euch, als würdet ihr wie ein König in eurem Leben herrschen? Oder habt ihr eher das Gefühl, dass eure Umstände euch beherrschen? Wer besitzt die Autorität in eurem Leben? Eure Umstände? Werdet ihr von anderen Menschen manipuliert und kontrolliert? Besitzt eure Vergangenheit noch diese Autorität? Beherrscht euch der Teufel oder herrscht ihr als Könige in eurem Leben durch Jesus Christus? Kraft. Die Bibel sagt in Epheser 2, Vers 6, ich liebe das, dass wir mit Jesus Christus in der Himmelswelt sitzen. Meine Füße stehen auf dieser Bühne, aber geistlich gesehen sitze ich in der Himmelswelt mit Jesus Christus. Ein Teil von mir ist nicht hier. Ein Teil von mir ist jetzt zu Hause bei Gott. Ein Teil von mir hat seine Füße auf einen Fußschemel im Himmel gestellt und wartet darauf, dass Gott alle meine Feinde zum Fußschemel für meine Füße macht. Mein Leben ist geregelt und sicher. Wenn ihr an Jesus glaubt, wurde im Himmel bereits ein Platz für euch reserviert. Ihr gehört nicht hierher. Das ist nicht euer Zuhause. Ihr seid auf der Durchreise. Lasst uns Matthäus 28, Vers 18 ansehen. Sagt alle Kraft! Und jetzt, als ob es euch wichtig ist. Sagt Autorität. Gut. Ich verpasse euch heute Morgen kleine Elektroschocks. Matthäus 28, Vers 18. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, das ist nach seiner Auferstehung, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er sagte, okay, mir wurde alle Autorität gegeben. Und das bedeutet, dass er sie an uns weitergibt, denn er sagt, nun geht los in meiner Kraft und tut, worum ich euch bitte. Es gibt nichts, was ihr nicht tun könnt, wenn Gott euch darum gebeten hat. Ich sage euch etwas, vielleicht führt ihr eine schwierige Ehe, vielleicht seid ihr mit dem größten Schurken weit und breit verheiratet. Aber wenn ihr sagt, ich glaube, Gott hat mir gesagt, dass ich bei ihm bleiben und das durchstehen soll, dann will ich euch nicht jammern hören, ich will euch nicht murren hören, ich will nicht einmal hören, wie schwer das für euch ist, ich will euch sagen hören, ich kann das, weil Gott mich darum gebeten hat, ich schaffe es, ich kann es mit einer guten Einstellung tun und ich werde diese Schlacht gewinnen, in Jesu Namen. Gut, ein paar von euch sind begeistert, der Rest wird es auch noch. Ihr sagt, aber der Teufel hat so viel Macht, er soll mich in Ruhe lassen. Nun, das wird er nicht tun. Kommt darüber hinweg, ich bin davon überzeugt, dass der Teufel mich hasst. Absolut überzeugt. Aber da herrscht Gleichstand, denn ich hasse ihn auch. Und ich hasse das Böse und ich hasse es, was er den Menschen antut. Aber seht ihr, ich weiß, dass der, der in mir ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Der Teufel wird auf einem Weg gegen mich ausziehen, aber er wird auf sieben Wegen vor mir fliehen. Oder? Lukas 10, Vers 19. Ihr sagt, ich wünschte, ich hätte Kraft. Oh, hört auf damit. Siehe, ich habe euch die Autorität und Macht gegeben.
Es heißt hier nicht, ich gebe sie euch vielleicht oder ihr werdet sie möglicherweise eines Tages haben. Siehe, ich habe euch die Autorität und Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und euch die körperliche und mentale Kraft und Fähigkeit dafür verliehen. Sagt nicht, ich halte das nicht länger aus. Und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Tja, der Teufel hat Kraft, aber ihr habt noch mehr Kraft als er. Ich sagte ja, der Teufel hat Kraft, aber ihr habt noch mehr Kraft als er. Ich weiß nicht, ob die folgende Geschichte über Martin Luther in allen Punkten wahr ist, aber ich nehme es an, ich habe sie schon viele Male gehört. Er wachte eines Nachts auf und sah den Teufel am Fuß seines Bettes stehen. Er sah ihn kurz an und sagte, ach, du bist es nur, und drehte sich auf die Seite und schlief weiter. Ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin, aber... Lasst uns Kolosser aufschlagen. Kolosser 2, Vers 15. Gott hat die Gewalten und die Mächte, die gegen uns aufgestellt wurden, völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt und in ihm, in Christus und im Kreuz von Jesus Christus über sie triumphiert. Für die Welt sah das Kreuz aus wie eine mächtige Niederlage, aber es war der größte Sieg, den die Welt je gesehen hat. Denn Jesus hat unser ganzes Versagen, unsere Sünde, all unsere Leiden und Krankheiten und unser ganzes Elend ans Kreuz gebracht und entmachtet. All das hat keine Macht und Autorität mehr über uns, es sei denn, wir lassen es zu. Gott verlieh Adam und Eva Autorität, aber sie gaben sie aus der Hand. Ihr könnt eure Autorität abgeben, wenn ihr wollt. Oder noch schlimmer, ihr könnt euer ganzes Leben leben, ohne zu wissen, dass ihr Autorität habt. Ich ärgere mich so über die Leute, die jede Woche in die Kirche gehen und dann kein bisschen anders nach Hause zurückkehren, als sie gekommen sind. Sie gehen in die Kirche und wieder nach Hause, in die Kirche und wieder nach Hause. Sie haben einen christlichen Autoaufkleber, ein Kreuz und ein Kruzifix. Preist den Herrn, Halleluja. Aber sie kommen nicht einmal mit anderen Menschen aus. Sie laufen ständig verletzt und gekränkt durch die Gegend, sind unsicher und fürchten sich vor allem. Das Leben ist so schwer. Nun wisst ihr was? Sie wissen nicht, was am Kreuz passiert ist. Vielleicht glauben sie, dass Jesus für sie gestorben ist, aber sie verstehen nicht wirklich, was er für sie getan hat. Sie wissen nicht, was für ein Mensch sie jetzt sind und wer sie in ihm sind. Sonst würden sie mit dem ganzen dummen Zeug aufhören. Dann würden sie nicht länger jammern und murren und stöhnen und klagen und hätten keine so erbärmliche Einstellung mehr. Wie könnt ihr euch leid tun, wo ihr doch wisst, dass ihr nicht in die Hölle kommt? Ich meine, nun kommt, reißt euch zusammen. Habt ihr eine Vorstellung davon, in welchem Zustand verlorene Menschen sind? Kolosser 1, Vers 13. Der Vater hat, nicht er würde oder könnte oder tut es vielleicht, der Vater hat uns errettet und uns zu sich hingezogen. Sagt alle, ich bin errettet. Sagt nicht, ich versuche errettet zu werden, sagt, ich bin errettet. Heraus aus der Macht und dem Herrschaftsbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Jesus hat die Schlüssel zur Hölle und zum Tod und ratet mal, wem er sie gegeben hat. Schlüssel repräsentieren Autorität, Matthäus 16. Ich versuche mich zu benehmen. Ich will nur ruhig genug bleiben, damit ihr versteht, was ich sage. Wenn ich zu streitlustig werde, wird es emotional. Jeder bewertet den Abend dann als gut, aber niemand weiß, was passiert ist. Worüber hat sie gesprochen? Keine Ahnung, aber sie war ziemlich in Fahrt. Matthäus 16, wir beginnen mit Vers 13. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Seht ihr, ihr müsst wissen, wer er ist.
Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich liebe, was Hiob sagte, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Erste wird er über dem Staub sich erheben. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Ich sage euch etwas, glaubt ihr an Jesus Christus? Seid ihr irgendwie in der Lage, diese verrückte Geschichte zu glauben, dass Gott in der Gestalt seines eigenen Sohnes kam, dass es nur einen Gott gibt, der sich aus drei verschiedenen Personen zusammensetzt und dass eine von ihnen durch die Kraft des anderen und aufgrund der Weisung des anderen ans Kreuz ging und all eure Sünden auf sich nahm und dafür bezahlte und dass er dann von den Toten auferstand und die Kraft jetzt an euch weitergibt? Wenn ihr das glauben könnt, solltet ihr Gott dafür danken, denn dann hattet ihr wirklich eine Offenbarung. Ihr könnt nicht immer glauben, nur weil ihr es wollt. Gott muss uns die Dinge offenbaren. Wir brauchen eine tiefe Erkenntnis. Ich danke Gott für das, was ich glauben kann. Ich danke Gott, dass ich das Chaos in dieser Welt zwar sehen und dennoch sagen kann, ich glaube, dass Gott jetzt hier ist. Ich glaube, dass er mich beobachtet. Ich glaube, dass er mir Engel geschickt hat. Ich glaube, dass Gott einen Plan hat. Ich bin voller Hoffnung, ich bin voller Freude, ich bin voller Frieden. Vielleicht fragt jemand, warum, welchen Beweis hast du dafür? Nun, ich weiß es einfach ganz tief in meinem Herzen. Wie kannst du das wissen? Ich weiß nicht, warum ich es weiß, aber ich bin mir ganz sicher. Heute Morgen traf ich eine Frau, als ich in den Fahrstuhl stieg. Ihr Zimmer war auf derselben Etage. Sie wollte nicht zur Veranstaltung, aber sie erkannte mich. Sie fragte... Sind Sie Joyce Meyer? Es waren noch andere Leute da, ich liebe so etwas. Ich sagte ja. Und sie sagte, oh, hör auf. Und ich sagte, nein, nein, das werde ich nicht tun, ganz das Gegenteil davon. Ja, und dann sagte sie, nun, ich sage Ihnen etwas, ich sehe mir Ihr Fernsehprogramm an, aber ich bin kein religiöser Mensch. Und ich sagte, ich auch nicht. Ich sagte, aber ich liebe Jesus. Da war noch ein Ehepaar im Fahrstuhl und man sah deutlich, dass sie begannen, sich unwohl zu fühlen. Sie sagte, wissen Sie, ich bin kein religiöser Mensch, aber seit ich Ihre Sendung sehe, denke ich darüber nach, einer zu werden. Ich dachte, ja, Halleluja. Ihr müsst wissen, wer er ist. Hier ist ein Bibelvers, der Sie sicher ermutigen wird. In Lukas 10, Vers 19 heißt es, siehe, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Die Wahrheit ist, dass wir in Christus Autorität über die vielen Dinge haben, die Satan in unser Leben bringen will, um uns zu zerstören. Das bedeutet, dass wir die Kraft haben, fest in Christus zu stehen und unsere Schlachten zu gewinnen. Beschäftigen Sie sich mit dem Thema Zuversicht. Lassen Sie sich von Satan nicht stehlen, wer Sie sind. Lassen Sie nicht zu, dass er Ihre Identität raubt. In der Welt geschieht dies häufig auf natürlicher Ebene, aber wir werden nicht zulassen, dass unser geistliches Leben davon betroffen ist.
Ich wurde vor dem Tod gerettet, geistlich wie auch körperlich. Und genauso fühle ich mich auch, gerettet. In Russland gab es eine große Wirtschaftskrise. Alexei war gerade mal 11 Jahre alt, als ihn der Hunger auf die Straße trieb. Ich kam in schlechte Gesellschaft. Ich fing an zu rauchen, zu trinken und viele andere schlechte Dinge zu tun. Ich habe mich nicht in erster Linie mit diesen Leuten angefreundet, um zu trinken oder zu rauchen. Es gab einen anderen Grund. Ich hatte eine alleinerziehende Mutter und sie hatte zwei Kinder. Ich musste um Geld betteln, um Essen kaufen zu können, weil meine Mutter nicht genug Geld hatte, um uns zu ernähren. Während seiner Zeit auf der Straße blieb Alexei keine Wahl, als zu lernen, in der harten Realität zu überleben. Um das ertragen zu können, nahm er Drogen. Ich lernte eine Frau kennen, die hieß Lilith. Als ich sie traf, war mir noch nicht bewusst, dass mein Leben falsch war. Aber als Lilith mich einlud, zum House of Mercy zu kommen, nahm ich die Einladung an und blieb dort. Sie kümmerte sich um uns und versorgte uns mit Essen. Für die, die im House of Mercy leben, gibt es eine Regel: Man muss in die Kirche gehen. Bei einem meiner Gottesdienstbesuche standen Ordner an der Tür und einer der Ordner sagte zu mir: Gott wartet heute auf dich. Das war ein sehr wichtiger Moment für mich. Und ich bin dankbar, dass Gott mir genug Weisheit geschenkt hat, mich richtig zu entscheiden. Ich komme mir wirklich wie jemand vor, der gerettet worden ist. Es ist so fantastisch zu sehen, was für ein Wunder Gott in seinem Leben getan hat. Wie ein ehemaliger Drogenabhängiger jetzt in der Kirche engagiert ist, mir hilft, anderen hilft und jede Woche den Gottesdienst mit vorbereitet. Heute dreht sich mein Leben darum, Jesus Christus nachzufolgen und immer mehr so zu werden wie er. Was tun, wenn das Leben durcheinander geraten ist? Kopf hoch. Lernen Sie, sich neu zu sortieren. Wie Sie Angst, Depression und Einsamkeit überwinden, erklärt Joyce Meyer in ihrem Buch Jetzt mal Klartext. Bestellen Sie das Buch Jetzt mal Klartext im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 411.